Sophia Thiel hat sich jetzt öffentlich bei Let's Dance Tanzpartner Alexandru Ionel entschuldigt. Was vorgefallen ist, erfahrt ihr hier. Sophia Thiel ist eine Seele von Mensch. Das wurde während ihrer Let's Dance Teilnahme einmal mehr deutlich. So sprach sie nie schlecht über ihre Konkurrenz, trat tagtäglich mit einer guten Attitüde an, ganz gleich, wie sehr sie die Tanzshow auch forderte und schlauchte, sorgte mit ihrer offenen und herzlichen Art für gute Stimmung und brachte ihren Tanzpartner täglich zum Lachen. Trotzdem hat sich Sophia Thiel nach ihrer Rückkehr in ihr Berliner Zuhause bei ihm entschuldigt. Wie sich herausstellt, galten ihre Tränen nach dem Let's Dance aus primär ihrem Tanzprofi. Sophia Thiel weinte in Live-Show 7 wegen Alexandru Ionel mehrere Tage lang, habe sie ihre Eliminierung und die aufregende Zeit, die hinter ihr liegt, sacken lassen, so die Blondine am Dienstag, 23. April, in einer Videobotschaft. Wieder in ihrer Wohnung zu sein, fühle sich sehr surreal an. Immerhin sei sie 2 Monate lang in Köln gewesen. Ich bin schon traurig, jetzt nicht mehr im Tanzstudio sein zu dürfen, mit Alex, gibt sie zu. Allerdings sei sie sich über die Gefahr eines Rauswurfs im Klaren gewesen. Als ich den Jive bekommen habe, wusste ich, das wird mein Endgegner. Auch der Faktor, dass nach der Partnertauschwoche 2 Paare eliminiert wurden, habe ihre Hoffnung auf ein Weiterkommen bis in die 8. Live-Show geschmälert. Als dann die Entscheidung kam, war es natürlich eh wieder super emotional, ich hab wieder zu heulen angefangen, allerdings erst ab dem Moment, wo ich dann Alex umarmt hab. Dabei spielte zunächst weniger der Abschiedsschmerz eine Rolle. Viel eher hätte sich Thiel mehr für ihren Tanzpartner gewünscht, der seit seinem Let's Dance Debüt 2021 in Staffel 14 bislang noch nie besonders viel Glück hatte. So schied er in seiner ersten Staffel mit Vanessa Neigert als erstes aus, belegte auch in seiner zweiten Staffel im vergangenen Jahr an der Seite von Alex Mareihe Peter den 14. und somit letzten Platz. Das lag sicher zu großen Teilen daran, dass Ionel zunächst noch der Promi-Status fehlte. Jetzt wird er langsam zum alten Hasen und einem beliebten Let's Dance-Profi, der vor allem an der Seite von Zsolt Sándor Cseke durch viel Albernheit und Humor besticht.